Der hydraulische Bremskreis eines Fahrzeugs wandelt die mechanische Energie, Kraft und Weg durch die Bremspedalbetätigung in hydraulische Energie um, die anschließend erneut in mechanische Energie umgewandelt wird, das heißt Kraft und Weg, ausgeübt durch die Bremskolben der Bremssättel oder die Bremszylinder. Theoretisch bleibt das Produkt aus Kraft und Weg bis zum Ende des Vorgangs unverändert, auch wenn die beiden Faktoren ihre Größen zwischen Ein- und Ableitung umkehren. Anders gesagt, der Pedalweg ist relativ lang und der Kraftaufwand relativ niedrig, während der zu den Bremskolben übertragene Weg proportional kürzer und die Kraft höher ist. In Zahlen bedeutet dies, dass bei einem mit Bremskraftverstärker ausgerüsteten Fahrzeug der Kraftzuwachs mal 100 beträgt. Eine Krafteinteilung von 1 Newton am Bremspedal entspricht einer Kraftableitung von 100 Newton am Bremsbelag. Abgesehen von den schon behandelten Bremssätteln gehören folgende Komponenten zu einem hydraulischen Bremskreis: Tandembremszylinder, Radbremszylinder zur Betätigung der Bremsbacken, Druckregelventil, Bremsleitungen, Bremsflüssigkeit. Der Tandembremszylinder sitzt auf dem Bremskraftverstärker und wird mit dem Bremspedal betätigt. Er wandelt mechanische Energie in hydraulische Energie um, genauer gesagt, Kraft und Weg des betätigten Bremspedals werden in einen hydraulischen Druck umgewandelt, der über die Bremsflüssigkeit und die Bremsleitungen zu den Bremssätteln oder Bremszylindern übertragen wird. Der Tandembremszylinder besteht aus einem zylindrischen Gehäuse, in dem zwei mit Dichtungen versehene Kolben gleiten. Einer der Kolben wird von einer mit der Membran des Bremskraftverstärkers verbundenen Druckstange betätigt, während der andere Kolben von dem sich im zylindrischen Gehäuse zwischen den zwei Kolben bildenden Druck betätigt wird. Der Tandembremszylinder aktiviert über die zwei Kreise den Bremskreis des Fahrzeugs. Der auf die Bremsbacken wirkende Radbremszylinder wandelt die vom Hauptbremszylinder erzeugte hydraulische Energie in mechanische Energie um. Der Druck und das Volumen, die vom Hauptbremszylinder eingeleitet werden, wirken auf die Kolben des Radbremszylinders und entwickeln eine Kraft und einen Weg, welche die Bremsbacken gegen die innere Wand der Bremstrommel pressen. Der Radbremszylinder besteht aus einem zylindrischen Gehäuse, in dem zwei gegenläufige, mit Dichtungen versehene Kolben gleiten. Die Kolben werden durch eine Feder in direktem Kontakt mit der Bremsbacke gehalten und haben eine Staubschutzmanschette, um das Innere des Zylinders vor Schmutz und anderen Fremdkörpern zu schützen. Das Druckregelventil, auch Bremskraftregler genannt, hat die Aufgabe, beim Bremsen den Druck zu den hinteren Bremsen abhängig von der Lastverteilung im Fahrzeug zu übertragen. Je weniger Gewicht auf der Hinterachse lastet, desto niedriger ist der übertragene Bremsdruck. Das Ventil ist mit der hinteren Aufhängung verbunden und erfasst deren Schwingungen während der Fahrt. So kann bei der beim Bremsen auftretenden Gewichtsverlagerung von der Hinter- zur Vorderachse ein Blockieren der hinteren Räder vermieden werden. Abhängig vom Verteilschema des Fahrzeugbremskreises existieren zwei verschiedene Druckregelventile. Bei Fahrzeugen mit 2-Aufteilung oder HI-Aufteilung hat das Ventil einen einzigen Kreis für die Betätigung der hinteren Bremsen. Bei Fahrzeugen mit X-Aufteilung hat das Ventil zwei Kreise, da die zwei hinteren Radpositionen von verschiedenen Kreisen versorgt werden. Die flexiblen Bremsleitungen dienen der Übertragung des vom Bremszylinder erzeugten hydraulischen Drucks zu den Kolben des Bremssattels oder des Bremszylinders. Sie sind flexibel, da sie die untereinander beweglichen Teile miteinander verbinden müssen und bestehen aus 3 Schichten. Interner Gummischlauch, in dem die Bremsflüssigkeit fließt. Gewebeummantelung, die verhindert, dass sich der interne Schlauch unter der Einwirkung des Drucks ausdehnt. Äußere Schutzhülle aus Gummi, welche die unteren Schichten vor dem Kontakt mit den anderen Fahrzeugkomponenten schützt und ein eventuelles Verdrehen nach der Montage mit einem speziellen Farbstreifen sichtbar macht. Die Verbindung der Leitungsenden mit den hydraulischen Komponenten erfolgt mit metallischen Anschlüssen, die auf geeignete Weise mit den flexiblen Bremsleitungen verklammert oder verschraubt werden.
Die Bremsflüssigkeit hat die Aufgabe, die aus Druck und Volumen bestehende hydraulische Energie vom Bremszylinder zu den Kolben des Bremssattels oder des Bremszylinders weiterzuleiten, wo sie in mechanische Energie, also Kraft und Weg, umgewandelt wird. Die Bremsflüssigkeit muss einen hohen Siedepunkt und niedrigen Gefrierpunkt haben. Sie muss inkompressibel sein und eine niedrige Viskosität bei gleichzeitig guten Gleiteigenschaften aufweisen. Es existieren drei Arten von Bremsflüssigkeit, die mit der Abkürzung DOT, benannt nach dem US-amerikanischen Transportministerium Department of Transportation, identifiziert werden. Es wird zwischen DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 unterschieden. Die Flüssigkeiten unterscheiden sich in ihren unterschiedlichen Siedepunkten, wie aus der Tabelle hervorgeht.